Hunderte Israelis protestierten in Tel Aviv und forderten Ministerpräsident Benjamin Netanyahu auf, ein Geiselabkommen zu schließen. Sie verlangten zudem, dass er seine jüngste Aussage, dass die Geiseln zwar leiden, aber nicht sterben, erklären sollte. Derweil ist eine israelische Delegation in Ägypten eingetroffen, um die Waffenstillstandsgespräche fortzusetzen. Israel und die Hamas prüfen den jüngsten Vorschlag. And we are calling for the Prime Minister to seal this deal, the Defense Minister and all the security services telling us this is the right moment to close this deal. If we won't close it now, we cannot do it anymore. We cannot take them back alive, and we must do it now for the future of this country, for the future of this community. Internationale Vermittler drängen Israel und die Hamas weiterhin zu einem stufenweisen Abkommen. Dieses soll die Kämpfe einstellen und würde etwa 120 Geiseln befreien.